What the dog doing? Was geht, Leute? Ich bin Valentin und herzlich willkommen zum neuen Video auf unserem Kanal. Und zwar sprechen wir heute über die neuen Yeezy 700 V3. Und ein kleiner Hinweis an der Stelle, wenn ihr auch in Zukunft Videos über die neuesten Sneaker-Releases sehen wollt, wie jetzt über den heutigen Yeezy, dann würden wir uns freuen, wenn ihr an der Stelle schon mal ein Abo da lasst, dann ja, verpasst ihr auch in Zukunft keine weiteren Videos mehr. Der eine oder andere wird wahrscheinlich mitbekommen haben, dass ja diesen Monat schon extrem viele Yeezy-Releases anstanden, und zwar 11 an der Zahl. Und insgesamt werden diesen Monat 17 Paar Yeezys rauskommen, also echt eine sehr, sehr hohe Zahl. Und der eine oder andere wird wahrscheinlich sagen, okay, die Cash-Cow wird jetzt richtig durchgemolken, aber für jeden Yeezy-Fan ist natürlich ein absoluter Bomben. Monat vollgepackt mit Yeezy Releases, denn es stehen nicht nur neue Modelle an, sondern auch Modelle, die es vor einiger Zeit schon gab. Ja, da sprechen wir jetzt über den Yeezy Wave Runner, den V2 Static oder auch den 350er V2 Oreo. Und der ist interessant, weil er das letzte Mal vor 6 Jahren rausgekommen ist, also im Jahr 2016. Und jetzt nach 6 Jahren kommt er wieder raus, und für jeden Yeezy-Fan ist es natürlich absolut Bombe, dass man jetzt nach 6 Jahren wieder die Möglichkeit hat, ja, an ein neues Paar für Retail zu kommen. Also das ist auf jeden Fall eine Bomben-Möglichkeit, da wieder ranzukommen. Und wenn wir jetzt speziell über den Yeezy 700 V3 reden, ist das das erste Modell von dieser Reihe, das dieses Jahr rauskommt. Und ja, der eine oder andere, der auch aufmerksam war, wird wahrscheinlich mitbekommen haben, ey, das Modell mit dem Namen, das gab es auch schon mal, sah doch ein bisschen ähnlich aus, nur dass bei diesem Modell jetzt nochmal das Mono mit dem Namen mit dabei ist. Und ja, wo diese beiden Unterschiede liegen bei diesen beiden Paaren, da gehe ich nochmal später drauf ein. Und dann schauen wir uns die Box an, und das ist die klassische Yeezy Box. Also schauen wir uns an, einmal vorne wie immer, ja, das Modell, der Modellname einmal vorne drauf gedruckt, hier in dem Fall das 700. Und wenn man sich den Karton von der Seite ansieht, dann sieht man auf jeden Fall, okay, der Schuh hat keine Boost-Sohle, sonst würde das dann auch nochmal mit dabei stehen. Ich finde die Box echt sehr, sehr cool in dieser Kartonoptik, und ich feiere es auch immer, wenn man direkt den Karton sieht und weiß, okay, das Modell ist in diesem Karton drin. Deswegen generell diese schlichte Optik dann doch mit diesem ja doch auffälligeren Schriftzug oben drauf, finde ich immer sehr, sehr cool. Auch in dieser Kartonoptik, also mit dem Karton haben sie echt alles richtig gemacht. Und dann schauen wir uns natürlich den Schuh für heute an. Und ja, was direkt auffällt, ist es ja ein 700er, die dritte Variante. Und der unterscheidet sich dann doch relativ stark von den ersten beiden Modellen. Generell von der Aufmachung, also wie der dann nochmal, also welche Materialien verwendet wurden und generell wie die Sohle aussieht und alles, unterscheidet sich dann doch stark. Und ja, größtes Merkmal, finde ich jetzt bei dem Schuh, ist diese Sockenoptik. Also das ist so ähnlich wie bei Ultra Boost oder bei City Socks, die es bei Adidas schon mal gab, wo eigentlich die Schnürung uninteressant war, die man eigentlich gar nicht braucht. Ist hier auch der Fall, also ihr könnt einfach reinschlüpfen. Aber wer das nicht mag, der hat dann auch nochmal die Möglichkeit, mit ein paar extra Laces sich dann die klassische Schnürung zu machen. Also auch hier was Cooles mit dabei bei Yeezys, dass da hier sogar extra Laces mit dabei sind. Und ja, wenn wir uns die Sohle anschauen, ist sie auch nochmal ein bisschen dicker, ein bisschen chunky als bei den anderen Yeezy-Modellen. Und sieht man vor allem hinten, sieht dann doch relativ nicht klobig, sondern einfach chunky aus. Passt einfach zu dem Schuh. Und ja, wo sich der Schuh von dem anderen Modell, der schon mal rausgekommen ist, unterscheidet, ist vor allem an dem Cage. Also wenn wir uns das anschauen, da blenden wir euch einmal den anderen Schuh oben links ein. Da könnt ihr euch nochmal die Unterschiede anschauen. Und zwar ist das Cage hier so ein bisschen milchiger, so ein bisschen cremeweiß. Das liegt daran, dass dieses Cage glow in the dark ist. Also der Schuh, wenn ihr im Dunkeln seid, der leuchtet. Und das muss man natürlich mit den Materialien irgendwie machen. Deswegen ist das ein bisschen milchiger. Und auch die Sohle unterscheidet sich von dem anderen Modell. Und zwar ist es hier nicht mehr so eine, ich glaube bei dem anderen Modell war das auch so ein bisschen hellerer Ton, sondern es ist hier auch wieder so eine Gumsole. Also auch die Sohle unterscheidet sich so ein bisschen von den Farben. Und ein weiteres ja, cooles Merkmal bei diesen Yeezy V3 Modellen ist, ja, wenn wir uns das Mesh-Netz anschauen, ist hier nochmal so ja, in so einem Orange-Gelb-Ton eingestickt. Ja, wie so eine Sonne, also wie so Sonnenstrahlen sieht es aus. Also das gerade jetzt für die sommerlichen Tage echt ein Hingucker mit diesen Farben. Und ja, das wäre es an sich schon zu dem Merkmal zu dem Schuh. Dann komme ich nochmal kurz zu dem Sizing. Und so habe ich hier eine US 9 genommen, habe auch in meinen ganzen anderen Schuhen eine US 9. Und muss sagen, er fällt true to size aus, also er passt perfekt. Deswegen für alle, wenn ihr euch den holt, geht er auf jeden Fall true to size. Und ja, wenn wir darüber sprechen, wie ich denn diesen Schuh finde, muss ich sagen, dass ich am Anfang den Schuh relativ cool fand. Und damit den Colorways, die rausgekommen sind, ja, war der für mich immer uninteressanter. Ich war generell immer ein Fan eher von den V1 und den V2 Modellen. Und ist auch das erste Mal, dass ich jetzt einen von diesen Modellen in der Hand habe. Und muss sagen, ja, für alle, die eher auf dieses Futuristische stehen, ist es auf jeden Fall ein echt, echt cooler Schuh. Für mich persönlich hat er mich auch überrascht. Also von generell, wie der verarbeitet ist. Also ich kann jetzt nichts dran aussetzen. Ist immer so das Problem bei den Schuhen, dass man dann doch eher so ja, Qualitätsprobleme hat bei diesen Schuhen. Das finde ich jetzt hier nicht, also ist nicht der Fall, und muss sagen, dass jetzt auch gerade in dem Colorway hier, finde ich den echt cool.
Also auch, wie gesagt, für alle futuristischen Fans ist es auf jeden Fall ein cooler Schuh, den ihr rocken könnt. Und gerade jetzt für die sommerlichen Tage geht er auf jeden Fall klar. Wenn euch der Schuh natürlich gefällt, interessiert euch auch, wann der rausgekommen ist, wie viel der gekostet hat. Und zwar ist er am 18.03. rausgekommen und hat 210 Euro gekostet bei den gängigen Retailern. Und da empfehle ich euch, checkt ihr auf jeden Fall mal aus. Denn es kann auch sein, dass der ein oder andere Schuh online ist. Und dann, ja, wenn euch der gefällt, dann holt euch den auf jeden Fall. Und schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie euch denn das Modell im Generellen gefällt. Gefällt euch dann doch eher diese V1 oder V2 Modelle besser? Oder seid ihr dann auch eher Fans von diesem hier? Und um an den Anfang nochmal zurückzukommen, wie gefällt euch das generell, dass so viele Yeezy Releases anstehen? Also findet ihr das cool, dass dann doch jeder irgendwie die Möglichkeit hat, an den Schuh ranzukommen? Ich persönlich finde das cool, dass man ja, das so ein bisschen differenziert. Okay, es gibt die Schuhe, wo es ein bisschen schwer ist, ranzukommen. Und es gibt die Schuhe, ja, die man jetzt nicht einfach bekommt. Aber wenn man Bock drauf hat, dann sollte man die auch bekommen. Also ich persönlich finde das cool, dass sie das so ein bisschen größer machen, dass echt viele Schuhe rauskommen, dass da irgendwie jeder die Möglichkeit hat, an den Schuh ranzukommen. Und ja, das wäre es dann auch für das Video für heute gewesen. Wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und folgt uns auch auf Instagram, denn da kommen immer auch in Zukunft nochmal ein paar mehr On-Feed-Aufnahmen. Da könnt ihr auch schauen, wie dieses Ding hier auch am Fuß aussieht. Und dann wäre es das für das heutige Video gewesen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.